Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar, ich bin wieder unterwegs und habe was gefunden an Lost Place bei uns in der Ecke. Und den zeige ich euch jetzt mal. Und zwar ist es ein altes, verlassenes Bauernhaus. Wann das verlassen wurde, kann ich euch jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber Fakt ist, das ist ein altes Bauernhaus bei uns in der Gegend. Wie ihr sehen könnt, verfällt es schon ordentlich. Also anscheinend war der Besitzer Imker. Das ist schon krass, wenn ich das mal so anschaue. Ne? Das Grundstück außen zeige ich euch dann auch mal. Da oben kommt schon alles runter. Das waren so die ersten Räume. Da hinten geht es dann weiter. Alter Ofen, alter Schrank. Hier geht es in den Keller, hier geht es nach oben. Die alles entscheidende Frage ist, hält es nach oben? Was ich bezweifle, aber gucken wir doch mal. Das ist das Grundstück von außen. Ihr seht ein Riesenareal, echt riesig, also wirklich riesengroß. Verwildert vor sich hin. Schon krank. Das Haus an sich ist auch schon teilweise verfallen, wie ihr seht. Also das ist aber diesmal ein natürlicher Verfall, also kein Vandalismus. Das finde ich absolut geil. Absolut mega geil. Schaut euch das an. Krass, oder? Absolut krass. Also ich finde das total crazy. Wenn euch das mal so anschaut. Boah, darauf aufpassen alle. Überall Steine. Hier ging anscheinend der Wasseranschluss rüber. Das ist hier so ein Stück vom Haus. Krank. Absolut krank. Aufpassen, dass hier nicht noch ein Zecken einfängt oder so, Alter. Weil hier das Gras Meter hoch steht. Keine Ahnung, wann das verlassen wurde. Ich kann es euch nicht sagen. Hey, da geht's noch. Schauen wir mal rein. Puh. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Es ist jetzt keine Top-Location, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ja, ist ein verlassener Ort. Direkt bei uns. Wahnsinn. Also ich hätte nie gedacht, dass es so viele verlassene Orte eigentlich direkt bei uns in Franken und ähnliches gibt. Also krasser Scheiß. Das hier ist die Ansicht von vorne, wo ich reingekommen bin. Ja. Schon crazy, ne? Schaut euch das an, ey. Lasst es mal auf euch wirken. Da, der Baum ist anscheinend dann da reingekracht und hat das Haus dann komplett kaputt gemacht. Also der hintere Baum hier. Schon verrückt. Also ich bin immer wieder, wie gesagt, erstaunt, ja, wieso man solche Orte verlässt, warum das Haus verlassen worden ist. Leider sind jetzt keine persönlichen Gegenstände mehr drin, also kann ich euch somit auch gar nicht irgendwas über die Geschichte von dem Haus erzählen. Leider, aber schon geil. Das muss ein richtig schönes Häuschen gewesen sein, wenn ihr euch das mal so vorstellt. Seht ihr ja hier, richtig schön Sandstein. Riesen Grundstück dazu. Und es steht halt mitten im Wald. Komplett verlassen, komplett alleine. Schade,
dass ich keinerlei Informationen zu dem Gebäude habe. Das war ein Tipp von einem Kollegen, der gesagt hat, hier wäre ein verlassenes Haus oder Bauernhäuschen. Und dann dachte ich mir, ja, ist in der Nähe, gar nicht so weit weg, dann machen wir das doch mal. Schon krass. Lasst es echt mal auf euch wirken. Hört ihr das, die Vögelgezwitscher? Das finde ich ja mega geil. Also gerade in der Natur, wenn du frei in der Natur unterwegs bist und dieses Vögelgezwitscher und ja allgemein die Natur, deswegen mache ich das Hobby so, weil man im Endeffekt draußen in der Natur ist, weil man unterwegs ist, weil man erkundet, erforscht. Genau aus dem Grund liebe ich dieses Hobby. Crazy. Das hier gehört auf jeden Fall alles noch zum Haus, wo wir jetzt gerade waren. Also schon crazy. Das ist schon ein riesen Grundstück. Ja, wie es immer so ist. Keiner weiß jetzt dann genau, weshalb, wieso, warum das Ganze im Endeffekt verfallen ist oder ja, mehr oder minder kaputt ist oder wem das Haus gehörte. Würde ich sagen, verlassen wir das Ganze mal wieder. Über den Zaun. So. Und jetzt sind wir wieder in der Zivilisation. Krass, oder? So, dann würde ich sagen, wir sehen uns. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen da. Liked meinen Kanal, ihr kennt das Spiel. Glocke abonnieren und folgt mir auf Instagram und Facebook. Ja, war zwar ein sehr kurzes Video, aber es ist ein Lost Place gewesen, der direkt bei uns aus der Nähe war. Und ich dachte, den nehme ich mit und zeige euch das mal, dass es auch bei uns in der Gegend definitiv verfallene Gebäude gibt. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.